Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich sehe wahrscheinlich aus, so wie ich mich fühle. Mir geht es etwas übelkeitsmäßig. Aber egal, ich freue mich. Das wisst ihr über alle Anzeichen der Schwangerschaft. Dann weiß ich, es geht mir gut. Darum soll es in diesem Vlog auch gar nicht gehen, um die Übelkeit, sondern also um den Poolaufbau. Ich hatte euch in einem meiner letzten Vlogs erzählt, dass wir uns einen Pool holen möchten und dass es da eine schwierige Entscheidung war, dass wir seit Jahren überlegen, uns einen Pool zuzulegen. Und immer haben wir uns dagegen entschieden. Und in meinem letzten Vlog habe ich euch davon erzählt und alle Kommentare haben gesagt, Mann, ey, mach das doch, ihr werdet das nicht bereuen, das ist so schön und gerade jetzt, wo du schwanger bist und so mit dem dicken Bauch, kannst du dich deine Wasserhängematte reinlegen und genießen und so. Und ja, was soll ich sagen, wir sind heute Morgen um 7 Uhr in der Früh zum Hornbach gefahren und haben alles eingekauft dafür. Das zeige ich euch nachher. Wir bereiten das jetzt alles vor im Garten, dass wir den aufbauen können. Und ab nächste Woche soll schönes Wetter sein und wir freuen uns total, den dann nutzen zu können. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken, alle, die mir so Kommentare geschrieben haben. Das ist so voll toll. Vielen Dank, das hat uns voll geholfen bei der Entscheidung und ihr habt recht. Man wird das wahrscheinlich niemals bereuen, wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat. Ja, ihr habt jetzt 2 Tage, habe ich nicht gevloggt und auch gar keine Videos geschnitten und nichts hochgeladen, weil ich ja ein bisschen zu mir kommen musste. Es war ja dieser Tag der Schwangerschaft, wo ich letzte Mal eine Fehlgeburt hatte an diesem einen Tag und dieser war am Donnerstag, am Vatertag. Und als der so vorbei war, also jetzt habe ich diesen Tag hinter mir und jetzt kann ich es halt so voll genießen. Aber nach diesem Tag hat so richtig die Übelkeit zugeschlagen. So manche Gerüche, ist so unglaublich. Ich hatte das in meiner ersten Schwangerschaft auch, aber jetzt in dieser halt erst nicht. Und es ist so lange her auch und auf einmal ist man wieder so mittendrin und erinnert sich, wie schlimm das war. Also wie gesagt, ich genieße es ja, aber es ist dann halt doch, wenn dir so, oh mein Gott, ich kann es nicht riechen, alles hochkommt, dann, ja, ich musste erst zu mir kommen halt. Gestern waren wir den ganzen Tag im Fort Fun und wenn ihr Freizeitparks mögt, dann geht jetzt in der Corona-Zeit. Das war super für die Kinder. Also ich konnte ja gar nichts machen, ich habe gar nichts mitgemacht. Großartig, also keine Karussells, keine Achterbahn und so. Aber die Kinder hatten richtig Spaß. Es war so wenig los. Die konnten ins Karussell rein und raus und rein und raus. Und meistens konnten die auch einfach sitzen bleiben und dann mehrere Runden drehen. Es war wirklich nicht viel los. Man musste nirgendwo wirklich warten, außer so die Bahn lief gerade. Dann musste man warten, bis sie angehalten hat und dann konnte man einsteigen. Also es war richtig, es hat sich richtig gelohnt. Jetzt ist so richtig Freizeitparkzeit. Und Wetter war es auch. Richtig Freizeitpark-Wetter. Es war so 22 Grad, bewölkt und trocken. Super. Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. Es war richtig angenehm. Wir haben richtig Glück gehabt. Es war richtig toll. Und auch mit dem Hund, das hat super geklappt. Murphy wird ja jetzt 1 Jahr alt und man konnte ihn halt damit reinnehmen. Es war nicht viel los. Also es war halt wie ein schöner Spaziergang. Ich saß eh fast die ganze Zeit an einem Platz. Der hat dann auch gefressen und geschlafen. Es war ein ganz total entspannter Tag für alle. Für die Erwachsenen, für die Kinder, für den Hund. Es war super. Und jetzt zeige ich euch, wie die Kinder sich wahrscheinlich hoffentlich freuen werden über diesen Pool. Denn, ja, die haben sich voll lange einen gewünscht. Und jetzt ist er da. Die waren nicht dabei, als wir den gekauft haben heute. Ja, ich werde auch in diesem Vlog weiterhin so aussehen. Aber ich keinen Bock habe, mich fertig zu machen. Es ist Samstag, wir haben frei, wir sind nur zu Hause. Und es ist egal. Ich bleib einfach so. Oh mein Gott. Es ist ein riesiger Pool. Ist immer noch 4,50 Meter. Egal. Weißt du, wo 4,50 Meter sind? Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Von da bis hier. Ja. Das ist so geil. Das muss jetzt erstmal alles in den Garten getragen werden. I help you. Ja, klar, das haben wir euch ja gekauft. Mama, machst du bitte die Tür auf, bitte? Ja, ich komm. Ja, Nele. Wegen der Steuerkraft. Ja. Du passt ja richtig auf mich auf. Mhm.
Das kommt unter dem Pool, diese Platten. Ja. Ja, da müssen wir jetzt erstmal abbauen, das Planschbecken. Oh, kommt schnell rein. Schnell. So, die Kinder müssen jetzt hier den Unrat alles wegräumen, so Kleinteile, was hier so rumliegt, damit der Pool gleich vernünftig stehen kann. Und mit dem Rest Mini-Poolwasser gieße ich jetzt noch die Blumen. Und Bernd holt Hilfe, dass wir dieses große Paket aus dem Auto rausbekommen. So, wir haben uns für diesen hier entschieden. Doch lieber den mit den Stäben, denn erst wollte ich den man so aufpumpen kann, oben den Rand. So ein Pop-Up-Pool heißt das, glaube ich. Aber da wurde uns gesagt, weil die so bauchig sind, dass ich da am Rand gerne die Algen und so sammeln. Ja, und deswegen diesen. 16.000 Liter und 4,57 Meter Durchmesser, 1,22 tief. Da ist jetzt eine Pumpe bei. Das probieren wir erstmal aus mit dieser Pumpe. Das ist auch eine Sandfilterpumpe, eine Leiter und eine Abdeckplane. Dann haben wir uns diese Dinger hier geholt von Best Way. Die sind 50x50 und da sind 9 Stück in jeder Packung drin. Haben wir uns ein paar mitgenommen, um sicher zu gehen, dass wir auch genug haben. Und das war voll der Kampf. Die haben wir nämlich erst nicht bekommen. Da mussten wir noch in einen anderen Baumarkt fahren und so. Dann hatten wir diese geholt, weil wir nicht sicher waren, ob wir eine Wasserwaage haben. Boah, sorry, mir ist gerade ein bisschen übel im Moment. Und wir wollten das erst eben machen, den Boden. Und wollten diese dann auf ein Brett legen, dann die Wasserwaage da drauf, um zu gucken, halt, wie eben der Boden ist. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das erstmal gerade, also so grob zu machen, mit dem gerade machen. Dann befüllen wir den und dann können wir nächstes Jahr unsere Technik perfektionieren. So, dann haben wir anstatt Sand, wollten wir diese Filterballs holen. Die gab es nicht mehr. Es gab die Filtercubes. Da haben wir ein Paket erstmal mitgenommen und testen das. Und hier so ein Starter-Set für den pH-Wert und Chlor und alles. Mama? Ja? Was? Ist egal. Okay. Damit man halt erstmal das Wasser, was wir da reinmachen, richtig hinbekommt. Also halt mit Algen, Algizid und Fresh Up Sparkling, keine Ahnung was es ist, haben wir geholt. Und dann holen wir halt diese 5-in-1 Tabs. Wenn das halt perfekt ist, das Wasser, dann brauchen wir nur noch diese Tabs reinmachen mit diesem Skimmer. Happy aus. Hast du da... Oh, das geht ja richtig bergab hier, ne? Ja. Oder dahin. Geht auch bergab. Wir können ja erstmal auspacken und das Ding das Unterteil legen, oder? Bevor wir hier... Mhm. Ihr könnt die ja auslegen und hier reinpacken, Kinder. Ja. Ihr könnt euch auch da reinsetzen und die da drin auspacken. Ja. Da habt ihr kein Essen hier. Die ganzen Folien. Den Karton nehme ich damit zur Arbeit und schmeiß mir da rein, ne? Ja. Nein! Oh, Smurfy, guck mal hier. Oh, kannst du das gebrauchen? Ja, er will die Sachen, die er nicht darf. Gesundheit! Geht nicht. Geht nicht? Ja, die gehen immer wieder auseinander, ne? Aber wir können doch nicht zu doof dafür sein. Das ist der Untergrund, halt der Rasen. Ja, aber... So, ich hoffe, das Schwierigste war jetzt, die Platten da unten zu puzzeln. Die Kinder sind jetzt reingegangen mit dem Hund, weil der Hund will alles zerfetzen. Und wir versuchen jetzt hier unser Glück mit dem Aufbauen. So, dann können wir wenigstens auch in Ruhe alles liegen lassen und so. Ja. Ja. So, wir haben jetzt gerade tatsächlich ein YouTube-Video geguckt.
wie man das macht, weil da keine richtige Anleitung bei ist, sondern halt auf YouTube ein Video. Und meine Aufgabe ist jetzt, diese Dinger hier zusammenzustecken. So. Ja. Hier steht auch auf diesem Ding, hier steht C unten. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber... Just saying. I don't know. Ich würde jetzt so dran machen. Alter. Ja. Damit der Pin... Wo muss der unten oder von oben rein? Von oben. So. Und wie kriegt man die dann wieder raus, ohne dass die brechen? Also wenn wir es halt abbauen im Winter? Einfach drücken so. Von unten, oder was? Ja, wie? Ach so, ja. Was? Da steht doch irgendwas mit Lock. Als ob man irgendwas machen muss, dass es lockt. Was soll man denn hiermit machen, dass sie locken? Hast du Video nochmal geglotzt? Ne, ich glotze nochmal Video. Aber das... Das macht eine Frau alleine hier im Video. Dann kann es ja nicht so schwer sein. Von oben rein. Drücken. Fertig. Hm. Drücken. Zack. Fertig. Das wird sich hinterher selber halten. Ja? Okay. Befürchtest du. Also es ist so einfach, dass man denkt, man ist zu doof dafür. Quasi. Hoffen wir, dass es nicht anfängt zu regnen, weil... Ein bisschen Zippel geht ja noch, aber dann fühlt sich der Pool schon. Wir machen jetzt hier gerade die Filteranlage und das sind diese Pads und keine Ahnung, ob man die so da reinlegen soll. Hier steht halt so Minimum und Maximum oder lieber so rum. Ich fächer die mal. Gucken, wie das aussieht. So, wir haben jetzt schon die Pumpe angeschlossen und so. Und ich lese jetzt hier gerade wegen dem Poolreiniger, was man da alles machen muss mit dem Chlorgedöns alles. Und Teststreifendinger sind dabei. Und wir haben uns auch so ein Set geholt, womit wir testen können. Hier so eins. Da, so eine Kiste.
Ja. Mal eben hier so ein Bömsken nehmen. Die helfen mir voll gegen die Übelkeit. Jetzt kommen die Kinder wieder. Gucken, wie die Reaktion ist. Ja, er muss hier Unfug machen. Weißt du das? Guck mal hier. Weißt du das? Oh mein Gott, ist der süß. Gefällt es dir? Ja. Der ist echt riesig, ne? Ach so. Warum liegt da ein Schrauber drin? Ja, die müssen wir rausholen gleich. Wir brauchen wir noch eine Leiter. Ja, die müssen wir noch aufbauen. Ja, da haben wir jetzt schon die Luft abgelassen, ne? Smurf the Birth. Hallo. Immer schöne Spielzeuge, so Riesenkartons, ne? Smurfy, nicht. Hör auf. Nicht da buddeln. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Die Mutti hat nämlich Hunger. Und es gibt Miracoli. Miracoli. Ich habe dich auch gerade gefragt, hätte ich 2 Portionen rausgemacht. Jetzt haben wir 1 Teller und 1 Gabel, teilen wir. Ja. Mal abwechseln, jetzt bin ich wieder dran. Die Mutti hat Hunger. Ja. Ich habe dich gerade gefragt, möchtest du auch was? Da habe ich ja gesagt. Nein, du hast nein gesagt. Nicht so wackeln am Tisch. Die Mitteilung ist groß. Ich mach jetzt. Das hier. Jetzt stopfst du dir eine riesen Portion im Mund. Mach das. Ja. Ah, okay. Ich dachte, sie knackt ab. Und warum macht man das so hoch? Kann man hoch machen, damit keine Tiere da hochklettern. Ich weiß es nicht. Oder Kinder, also kleine Kinder, wenn du jetzt so ein 2-jähriges hast oder so. Ey, Smurfy, nee. Er wollte schon mal. Ja, ja, ist doch gut. Ja, wenn wir jetzt ein kleines Kind hier haben und die Großen sind da drin. Oder nicht, ist ja egal halt. Oder das Kind ist mal alleine im Garten. Hier kommt nichts hin. Ja, nee, das ist ohne. So rum meinst du? Ja. Spring mal rein. Und platsch. Der platzt. Hallo. Und wie ist das? Da drin. Du musst halt den Boden hier irgendwie ein bisschen glatt machen. Weil wenn das Wasser drin ist, kriegen wir den nicht mehr auseinander. Ja. Murphy. Warte, ich muss mal eben deine Schuhe wieder retten. Gute Momente gehabt gegen. Bitte? Du kommst raus, ja? Soll ich rein? Nein. Ich wollte auch mal reinspringen. Mach doch. Ich soll jetzt nicht von drin dagegen drücken. Okay. Mach das, denn du von innen nicht. Schuhe weglegen, sonst sind die wieder. Wäre ich wieder gemobbt von Etty the Smurf. Dann wird er sofort aktiviert. Wir brauchen hier eine Platte. Auf jeden Fall. Was denn? Wir brauchen eine Platte hier auf der Leiter. Warum? Ich bin gerade ohne Probleme. Ja, aber ich kann das nicht so. Oh, kann ich mir richtig vorstellen, hier zu planschen. Ja, ich laufe jetzt hier mehrmals im Kreis. So lange, bis da die Falten weg sind. Warte.
Was ist scheiße? Was hast du da? Kaugummi habe ich in der Hand, der klebt voll. So, sieht doch schon besser aus hier. Ja. Die Folie. Ja, du musst halt anders machen. Du musst da treten, wo ich stehe. Okay. Ja. So, beim Laufen hier merke ich keine Lücken von diesen Puzzleplatten. Ist okay. Oh, schwimmen, schwimmen. So, jetzt warten wir aufs Wasser, Wasser, Wasser. Es kommt. Ja. Ist voll. So, Calvino, jetzt kannst du dich ausziehen und reingehen. Ja. Komm jetzt, Murphy. Lass die Männer mal rein. Komm, die wollen rein. Calvino geht jetzt im Pool. Aber wir müssen hier eine Schüssel hinstellen mit Wasser. Und dann müssen wir immer erst die Füße abwaschen. Ja. Aber ich kann ja jetzt so, weil ich hatte ja Latschen. Jetzt hattest du Latschen an und die nehme ich aber dann sofort. Ja, weil Essen. Willst du dich nicht ausziehen? Die Hose ist schon das von uns. Okay. Ja komm, wir machen aber nicht voll, ne? Nur so, dass der Boden bedeckt ist. Ja, müssen wir sparen. Spring! Bitte mach mich nicht nass. Nee, das ist gemein. Wenn du das nicht machst, dann kann ich rein. Essi, runter. Komm her. Dann machen wir das. 50.000 von den Copolinos rein. Ja, diese Aqualinos. Aqualinos. Schwimmen, Calvino, schwimmen. Wo das passt dem Smurfy gar nicht jetzt. Oh, das ist voll gemein. Ja. Er hat sich gesagt, er hat mal eben ein Test gehört. Smurfy. Was soll das? Interessiert dich nicht, ne? Ja. Kommt ja nicht mehr raus. Oh, er wird so gerne da rein. Wenn es richtig warm wird, können wir das ja auch aufbauen für dich. Der muss immer überall mit euch hin. Ach ja, es ist ja Fressenszeit. Ist es 17 Uhr schon? Ja. 17 Uhr schon. Ehrlich jetzt? 17.45 Uhr. Oh, wir haben ihn verpasst. Aber er hat ja auch spät gefrühstückt heute. Look at me. Wegen unserer Poolaktion hat er ja auch erst um 10 Uhr gefrühstückt, ne? So, wir lassen den jetzt noch so bis 22 Uhr laufen, das Wasser hier, dass der Pool so langsam voll wird. Und wollten die Plane drauf machen, aber zu zweit geht das nicht. Deswegen müssen die Kinder jetzt nochmal kommen. Die Plane rutscht immer runter. So, mit gemeinsamen Kräften haben wir es geschafft. Hält nicht? Und wenn du das hier festbindest an dem Stab. Oh, jetzt kommt die Windböe, jetzt wird es spannend. Echt cool mit den Löchern da. Das ist voll die gute Erfindung. Ich weiß, wir hatten früher so oft Probleme, meine Eltern und ich, mit Regen auf der Plane. Jetzt Murphy ist wieder auf dem Trampolin. Ja, cool. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, Pizza zu machen. Deswegen haben wir den Pizzastein von draußen mit reingenommen. Wir haben ja nur einen. Den haben wir bis jetzt immer nur auf dem Grill ausprobiert und heute wollten wir den mal im Backofen ausprobieren. Ich vermute, dass die Pizza dann noch besser schmeckt, weil die halt auch von oben die Hitze bekommt. Und ja, ich mache jetzt den Pizzateig schon mal schnell, weil wir haben jetzt richtig Hunger. Meine Übelkeit ist gerade weg und da muss ich so ganz schnell essen. Ich muss das quasi sofort ausnutzen, wenn ich einmal Hunger bekomme. Ach so, und ich mache Pizzateig und werde es einkaufen. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich verbimmelt.
Also das war echt ein toller Tag, auch wenn es anstrengend war. Heute Morgen erst mit dem Einkaufen in den Baumärkten, bis wir dann alles hatten. Wir haben übrigens jetzt insgesamt so, ja, 400 Euro hat dieses Poolset gekostet. Dann diese Bodenplatten haben 70 Euro gekostet, sind ja 470. Dann dieses Starter-Set Chlor, um den halt einmal richtig einzustellen. Den Pool mit Chlor und pH-Wert hat 25 gekostet. Sind 500 knapp. Dann habe ich noch bestellt jetzt diese 5-in-1 Tabletten. Die gab es nicht im Baumarkt dann halt für die Nachzeit, also wenn das dann einmal eingestellt ist. Ein Skimmer habe ich bestellt, der hat aber nur 7 Euro gekostet, halt wo man diese ganzen Tabletten, Chemikalien, Dinger reinmachen kann, weil man die nicht so in den Pool schmeißen soll. Runter, ey Smurfy, hast du dir jetzt einen Schuh geklaut? Aus! Ja, also ich würde sagen, insgesamt haben wir 600, 650 Euro bezahlt. Allerdings haben wir gesagt, wir waren im September, ach im Oktober waren wir nicht in Urlaub in Ungarn. Wir waren jetzt Ostern nicht in Ungarn. Also zwei Urlaube sind ausgefallen. Wir haben zweimal die Pension gespart. Wir haben zweimal die Fahrtwege gespart. Und alleine das ist schon der Pool jetzt. Und ja, man lebt nur einmal und schwimmen gehen, wie gesagt, wird immer schwieriger. Umso mehr Kinder kommen und umso mehr Tiere kommen, den ganzen Tag im Freibad zu sitzen. Und es ist halt echt ätzend mit so vielen Menschen. Wir mögen halt gerne unter uns sein und das ist halt total praktisch, einfach zu Hause zu sein, weil du hast hier alles. Ich gehe rein und hole mir was Kaltes zu trinken oder die Kinder sich ein Eis oder was auch immer man haben möchte. Und ich glaube, das ist schon so unser Ding. Muss ich da mal lassen. Ein bisschen reinkommen mit dem Chlor und alles. Aber das hatte ich ja früher auch bei meinen Eltern. Das schaffen ja so viele Menschen haben einen Pool. Das wird schon nicht so schwer sein. So, jetzt muss ich hier den Teig kneten eben. Dann gibt es demnächst ganz viele Vlogs hier aus dem Garten, aus dem Pool oder am Pool. Ja. Jetzt legt er sich aufs Sofa, der Smurf de Burf. Jetzt haben wir auch die läufige Hündin nicht mehr gehabt hier bis jetzt. Hatte ich euch ja erzählt, dass er so gejault hat und so. Wir waren den einen Tag dann woanders spazieren und den Rest des Tages so im Garten nur. Und ja, jetzt ist Ruhe wieder. Müssen wir mal beobachten. Also wenn es nicht wirklich notwendig ist, dann lassen wir den auch nicht kastrieren. Ich habe in der Beagle-Gruppe nachgefragt wegen Erfahrungswerten, weil Beagle haben halt echt einen eigenen Charakter. Das seht ihr ja, ne? Also so, dass der so viel klaut und so. Das machen halt Welpen, ja. Aber Beagle sind halt, ja, die sind sehr speziell und das ist ein bisschen verrückt, aber wir stehen halt drauf. Ne? Wir finden den toll, wie der so ist. Der passt zu uns. Er ist ein bisschen bekloppt und wir hätten halt Angst, wenn er durch die Kastration so total lethargisch wird und nicht mehr er selber ist. Ich weiß, man kann das testen mit diesem Kastrationschip. Wir gucken. Also wenn er jetzt nicht übermäßig leidet hier mit seinem Gejaule nach anderen Hündinnen, ja, dann bleibt der ein intakter Rüde, solange es gesundheitlich möglich ist. Schauen wir mal. Der ist süß, wie der da schläft. Ja, meine Lieben, dann würde ich den Blog jetzt wieder hier beenden. Morgen ist Sonntag. Ja, morgen geht es dann weiter mit der Poolbefüllung. Dann kann ich euch den vollen Pool zeigen. Und was haben wir morgen noch vor? Ich glaube, wir haben gar nichts vor. Großartig. Dann kann ich mich schön chillen. Ja, ich bin so müde immer. Und immer, wenn ich darüber rede. Oh, sorry. Da muss ich gähnen. Immer, wenn ich sage, dass ich müde bin, muss ich gähnen. Ja, es wird Zeit für einen Tag zum Brüten. Einfach nur liegen. Fernsehen gucken. Morgen ist auch das Wetter nicht so toll.
Also das heißt, man kann so ohne schlechtes Gewissen einfach liegen. Ja, das mache ich. Jetzt freue ich mich auf die Pizza. Jetzt habe ich so Hunger. Ich habe halt heute überwiegend, ich habe eigentlich nur trockenes Brötchen gegessen und Miracoli, diese, habt ihr ja gesehen, Nudeln mit Tomatensoße. Sonst gar nichts. Weil, ja, oh, meine Calcium-Tablette gleich noch nehmen. Gut, aber ich verabschiede mich jetzt vom Vlog. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.